Das war eigentlich zu wenig. Nee, hallo und herzlich willkommen, Leute, zum heutigen Vlog. Während Valentin und ich hier relativ faul auf der Couch chillen und an unseren Videos arbeiten, ist der Philipp schon voll fit und geht jetzt gleich eine Runde joggen, um seinen Eat Healthy Lifestyle wieder zurückzuholen, der auf der Reise ein bisschen verloren gegangen ist. Und der ist ein kleiner Abenteurer, der Philipp. Der geht jetzt einfach mal in einer fremden Gegend ohne Smartphone joggen. Mal schauen, ob er diesen Ort hier jemals wiederfindet. Also vielleicht verabschieden wir uns jetzt von Philipp für immer. Ja, also es war schön mit dir. Hoffentlich, na Spaß. Alles klar. Aber wahrscheinlich. Du wirst es schaffen, oder? Ja, ansonsten, ich könnte ja rein theoretisch schlau sein und jede Ecke, an der ich vorbeilaufe, ein Foto machen und dann damit meinen Weg zurückfinden. Weil das ist natürlich auch die Vlogger-Mentalität, dass der Typ einfach seine Kamera mitnimmt, aber nicht sein Handy, ne? Ja, ist so, ne? Also, viel Spaß, hau rein. Hotzen! Bam! Was machen wir heute, Valentin? Wir gehen nach Stuttgart rein. Philipp und ich waren ja beide, ich weiß gar nicht, war Philipp schon mal in Stuttgart? Weiß ich glaube nicht. Warst du vorher schon mal in Stuttgart? Ja, war ich. Okay, ich war noch nie in Stuttgart. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. Okay, gut. Wir waren beide noch nie mental wirklich anwesend in Stuttgart. Und wir gehen heute nach Stuttgart rein. Und wollen ins Benz Museum. Genau, weil meine großartige Mutter hat uns noch Gutscheine dagelassen, mit denen man kostenlos da rein kann. Dann haben wir uns gedacht, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Aber weil die Busabfahrtzeiten ein bisschen bescheuert sind von wo wir wohnen, fahren wir jetzt erstmal zur Zugstation, um von dort aus weiterzufahren. Genau. Und dann heute Abend, 19 Uhr, treffen wir hoffentlich noch ein paar Leute. Man weiß es nicht. Wir haben auf Twitter einfach mal gefragt, so, yo, 19 Uhr Stuttgart, wer hätte Lust auf ein kleines Treffen? Und ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. So. Es fällt mir schwer zu glauben, dass da wirklich Leute sind, die mich sehen wollen. Ja. Und ich bin einfach mal gespannt, ob da jetzt wirklich jemand kommt oder ob wir einfach so alleine da stehen. Aber wenn jemand kommt, wäre es extrem cool, oder? Einfach mal ein bisschen mit Zuschauern reden, talken. Das wäre doch nice. Das wäre witzig. Also schauen wir mal, was passiert. Every day we're hustling. Jetzt mal Spaß beiseite. Philipp ist hier schon ordentlich am Hochladen, beziehungsweise dein Vlog ist schon online. Du machst nur noch Kommentare, oder? Ich habe gerade Kommentare durchgehabt und bin fertig. Nice. Mein Vlog hier steht bei 92% dank LTE Goodness. Nur noch 2 Minuten Uploadzeit. Das heißt, es ging hier sehr schnell, sehr flott. Valentin spielt mit seinem OnePlus rum. Und ja, das hat irgendwelche Firmware-Probleme. Guck jetzt mal, du kannst nicht ranzoomen an dieses wunderschöne Bild von Felix. Es geht nicht. Das ganze System, mein Twitter-Client geht nicht, das Ding geht nicht. Ja, ich glaube, das ist der Bug, das kam von deinem S6 rüber. Das hat sich einfach angesteckt, ja, oder? Es soll ja ein Update geben. Meins läuft auf jeden Fall wunderbar. Und noch eine coole Sache, die mir jetzt aufgefallen ist. Ich nutze ja in letzter Zeit eine Tablet-SIM-Karte für meine mobilen Daten, weil einfach mobile Daten über Tablet-SIM-Karten sehr zugänglich sind. Nicht so wie über normale Mobilfunknetze, normale Handy-SIM-Karten. Und jetzt kann ich in dieser Dual-SIM-Konfiguration, die ich im OnePlus machen kann, eine normale Prepaid-Karte zum Telefonieren für SMS und die Tablet-SIM-Karte für Daten drin haben. Das ist mega geil. Das heißt, wir können jetzt hier fett hochladen und trotzdem noch telefonieren. Das war beim iPhone nicht so. Wir sind da, da ist das Museum. Freust du dich? Ja!
wisst ihr, was irgendwie ganz schön witzig ist? Dieses Auto hier, dieser Flügeltürer Mercedes, sollte eigentlich ursprünglich gar keine Flügeltüren haben, sondern es war ein Konstruktionsfehler. Unter der Haube sieht das Ding nämlich so aus und hat so eine Gitterstahlkonstruktion, damit das Auto stabil bleibt. Und das Problem war, die Stahlkonstruktion war so im Weg, dass man gar keine normalen Türen mehr einbauen konnte. Und dann haben die einfach diese Flügeltüren hier genommen, die jetzt so richtig geil aussehen. Und ohne dass sie es wollten, ist dann dieses Auto zur Design-Ikone geworden. Absolut genial. Wir sind jetzt raus aus dem Museum und es war natürlich, wie zu erwarten, fast so geil wie die Lache von dem Typ. Wie fandest du es, Philipp? Ich fand es auch auf jeden Fall richtig interessant. Ja? Ja. Hast viel gelernt? Dank dem Audio Guide. Ja, Audio Guide war echt nicht schlecht. Ich hab den sogar in Englisch noch geholt, ne? Ja? Konnte man umtauschen, ja. Ah, nice, nice. Und Valentin, wo ist denn der? Wie fandest du es? Solide, schöne Wagen, sehr viel Design. Ein Gedanke, den wir noch hatten oder eine Idee, die uns noch gekommen ist, ist, dass wir übrigens jetzt eigentlich jeden Tag Periscope Livestreams machen wollen. Der Valentin steht da hinten schon mit meinem OnePlus und hier ist schon der Periscope Stream live am Start. Und on air. Falls ihr diese ganzen spontanen Periscope Streams auf der Reise nicht verpassen wollt, sollt ihr am besten uns drei auf Twitter folgen, also Philipp Dorset, Felix Barr und Valentin Mueller. Muella. Oh. Und da wird dann immer Amazon zum Link in der Beschreibung. Und dann twittern wir immer, wenn wir live sind. Dann kann man ganz schnell und spontan bei Periscope ein bisschen reinschauen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Weil wir haben eine Menge Spaß an Periscope und glauben, dass es noch eine coole Edition sein könnte, die wir eigentlich schon die ganze Reise lang hätten machen sollen. Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen und es ist die Stunde der Wahrheit. Werden wir gleich vollkommen alleine dastehen oder von Twitter Fans überrannt? Sind das doch alles nur Bots? Sind alles Bots, ich sag's, sind alles Bots. Nee, Quatsch. Mal schauen, ob jemand jetzt gekommen ist, mit dem wir kurz eine Runde chillen können. Wenn ja, ist cool. Wenn nein, ist das jetzt hier ein epischer Fail für den Vlog. Einfach mal schauen. So. Hi. Hi. Alles klar? Hi. Schön. Moin. Hi. Haben wir schon auf Twitter gesehen. Ah, oh, ja, noch Leute. Tatsächlich sind wir gekommen. Verrückt. Hi, was geht ab? Hi. Schön, euch kennenzulernen. Hi. Felix. Hallo, Philipp. Hi. Philipp, hallo. Ist ja crazy. Moin. Hi. Hi, ich bin Felix. Scheiße. Achso, ja, was ich gedacht habe. Hi. Verrückt. Was? Seid jetzt alle wieder von Twitter. Oh, shit. Was geht ab? Hi. Hallo! Ich weiß. Ich komm grad gar nicht mehr klar. Wieso sind hier so viele Leute am Start? Ah, viel Platz für alle, yeah. Viele Leute. So, wir geben jetzt die Kamera rum. Ey, Leute! Ich bin hier mit ein paar guten Freunden von mir hier. So, ich war hier Felix, Valentin, Philipp. Yeah! Ich muss einfach das Display zumachen, dann. Alles klar. Das Fischauge ist geil. Yes! Wilfried wieder da ist? Ja, Wilfried. Ja, Wilfried. 33 Leute, die zuschauen. Ja, frag mal, ob Wilfried dabei ist. Ja, genau. Wilfried, bist du da? Wenn ja, schreib mal kurz an. Ja, der Wilfried ist da. Sehr geil. Ich würde mal sagen, wir hauen alle mal einen Hallo Wilfried raus. Auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Hallo Wilfried! No 4K, du HD. Periscope Stream nicht in 4K, was ist da los? Meine Mama.
der Kuchen. Okay, du meinst. Okay, du meinst. Okay, du meinst. Oh, I like putting my glass on. So what are you doing? Man, we just chilling out. This Stuttgart city, you know what I'm saying? Nice. You know, we just chilling out. Nice weather with my friends. My name is GQ Black Angel. You can GQ Black Angel. Link is in the description. Yeah, cool. Check him out. He's the best, man. That's the life. You're cool? Yeah, I like cool, you. Yeah. Awesome. Yeah, this great. GQ Black Angel. Great stuff, know. Man. All right. Peace, man. Peace, man. Fantastic. Very all great right, to meet man. You. Nice dancing with you, buddy. Yeah, thank you. Was für ein witziger Typ einfach. How did you like that crush? Wir haben jetzt noch ein bisschen was gegessen in den Königsbau-Passagen Stuttgart. Das war mega nice. Ich habe mich voll gefreut, dass hier so viele verrückte Leute gekommen sind. Absolut genial. Also ich hatte erst auf Bedenken, ob überhaupt irgendjemand kommt. Aber dass so viele Leute da sind, auch so sympathische Leute, hat mich echt gefreut. Und deswegen, was? Dann kann man sogar noch gemeinsam essen. Wir können auch allein. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. I made you. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns Daumen morgen. Hoch! Abonnieren! Ciao! Eine spannende Frage müssen wir jetzt aber noch klären und zwar, wurde das Auto abgeschleppt oder haben wir einen Strafzettel bekommen oder so? Oder können wir jetzt einfach ganz entspannt nach Hause fahren? Ich sag ja, es ist alles gechillt. Was sagt ihr? Ich hoffe es. Ich glaube auch, dass es noch da ist. Gar nicht spannend, die Wette so. Na egal. Da hinten müsste es stehen. Und gleich können wir es sehen. Hey, es ist noch da, es ist noch da. Wie schön. Hurra, hurra, hurra. Und Ticket, Ticket, Ticket. Yay! No. Nice! Dann geht's jetzt nach Hause. Juhu! Das ist der perfekte Übergang, ne? Hast du ein Ticket? No. No. Fahren wir nach Hause? Jo!